Willkommen zum Screencast der Kohlenhydrate, wobei es hier erstmal nur um den Aufbau und die Benennung gehen soll. Ich gebe mal drei verschiedene Kohlenhydrate ganz schnell vor und wir überlegen uns die Gemeinsamkeiten der Kohlenhydrate. Alle drei haben eine Carbonylgruppe, sei es hier als Aldehydgruppe und hier in dem dritten Beispiel eine Ketogruppe. Alle drei haben mindestens zwei Hydroxygruppen. Das ist der einfachste Kohlenhydrat mit zwei Hydroxygruppen. Hier drei und hier sogar fünf. Heißt also, Kohlenhydrate haben eine Carbonylgruppe, Keto- oder Aldehydgruppe und mindestens zwei Hydroxygruppen. Das fassen wir als Kohlenhydrate zusammen. Nun unterscheiden sich die drei Kohlenhydrate auch noch in anderen Dingen. Wir fassen alle Kohlenhydrate, die eine Aldehydgruppe haben, zu Aldosen zusammen, die eine Ketogruppe haben, zu Ketosen. In meinem Beispiel habe ich zwei Aldosen. Der eine hat 3 C-Atome, der andere 4 C-Atome. Der hier mit 3 C-Atomen nennt man dann eine Triose. Mit 4 C-Atomen eine Tetrose und mit 6 C-Atomen eine Hexose. Dazwischen gibt es noch, was ich nicht hingezeichnet habe, Pentosen mit 5 C-Atomen. Um das nochmal zu erklären, es gibt Aldosen mit 3, 4, 5, 6 C-Atomen. Es gibt Ketosen mit 3, 4, 5, 6 C-Atomen. Also wir haben da verschiedene Möglichkeiten. Wenn wir uns nun ein Symbol überlegen, ich nehme hier ein Sechseck, das hat einen Grund, aber es ist einfach ein willkürliches Symbol und das soll ein Einfachzucker darstellen, ein sogenanntes Monosaccharid. Das heißt, diese hier sind kettenförmige Monosaccharide, hier eine Triose, eine Tetrose und eine Hexose, aber es gibt auch Monosaccharide, die dann als Ring vorliegen. Also dieses Molekül kann, werden wir später sehen, auch als Ring vorliegen. Und dann machen wir hier eben als Symbol ein Sechsring. Wenn immer ein Monosaccharid alleine vorliegt, also ein Kohlenhydrat alleine vorliegt, dann sagen wir, das ist ein Monosaccharid. Wenn er mit einem anderen verbunden ist, dann spricht man von einem Disaccharid, also zwei Ringe oder Ketten sind miteinander verbunden. Und wenn es ganz viele sind, mehr als hier, dann sprechen wir von einem Polysaccharid. Dazwischen könnte man noch sagen, zwischen ganz viel und zweien gibt es noch 10 oder sowas, könnte man von einem Oligosaccharid sprechen, aber das soll uns hier nicht interessieren. Zum Abschluss gebe ich noch zu jeder Gruppe ein Beispiel. Monosaccharide sind ganz bekannt Glucose und Fructose und für uns im Lehrplan auch entscheidend. Die Saccharide gibt es die Maltose und die Saccharose. Die Saccharose ist auch bekannt als Haushaltszucker, wie er bei uns im Schrank steht. Die Maltose ist der Malzzucker, der beim Brauvorgang entsteht und später dann zum Alkohol vergoren wird. Und Polysaccharide möchte ich auch zwei bekannte vorstellen, die Amylose und das Glykogen. Die Amylose ist die pflanzliche Stärke und das Glykogen ist die sogenannte tierische Stärke, wobei man da natürlich noch genauer einsteigen kann. Das soll jetzt der grobe Überblick über die Kohlenhydrate sein, wie man sie benennt und wie sie verknüpft werden können. In späteren Screencasts werden dann die Eigenschaften besprochen. Viel Spaß beim Lernen!